Und so soll es jetzt für die nächste Zeit bleiben. Es hat sich richtig eingeregnet und alles. Es ist so zum Kotzen mit dem Wetter. Ja, meine Süße. Ich muss heute ein bisschen anders arbeiten. Ist klar, dass wir heute drin bleiben. Klar, sie gehen auch ab und zu mal raus. Ja, meine Süße, es ist ein scheiß Wetter. Sommer und Sonne wäre viel schöner, ich weiß. Nö? Nee? Aber Sonne ist schön, ja? Sonne wäre schöner, ja? Mann, mir tun meine Knie so leid. Man kann an dem Wetter nichts ändern. Nichts machen. Scheiß Wetter. Jo. Arme Maus. Ja, wenn sich das Wetter jetzt nicht ändert, dann wird auch das. Lass mich mal durch, Dicke. Lass mich mal durch. Ja. Trampel. Wie gesagt, wenn es denn soweit ist, wird der wieder aktiviert, schön sauber gemacht, dann können sie auch hier drin saufen. Weil es ist nun mal das Wetter, dafür kann ich nichts. Los rein. Komm. Muss nicht sinnlos nass werden, komm. Na los, komm. Na los, geh rein. Also für Leute, die mir eventuell helfen wollen, hätte ich gerne eine Idee. Ich habe nichts dagegen, dass man mich besuchen kommt, dass man sich das mal alles live anguckt. Na, auch mal selber Kontakt zu den Pferden aufnimmt, habe ich nichts dagegen. Und dann dem Veterinäramt via Mail oder Anruf oder Brief oder wie auch immer mal mitteilt, was man vorgefunden hat. Und wie man selber die Sache einschätzt. Wie gesagt, ich habe nichts dagegen, dass man mich besuchen kommt. Weil wie man anhand der Videos sieht, stimmt nicht ein Vorwurf vom Veterinäramt. Ich gebe mir hier Mühe, ich mache und ich tue. Ich bin unheimlich bemüht. Ja. Aber wie gesagt, was das Wetter zum Beispiel betrifft, ich kann es nicht beeinflussen. Wenn ich es könnte, würde ich es machen. Aber selbst das wird mir zum Vorwurf gemacht. Hier am Hof können wir nun mal nichts ändern. Wir haben es versucht, es geht nicht. Ihr könntet das ganze Ding zubetonieren. Dann hängt eine schöne glatte Fläche, wo der Regen ablaufen kann, aber dann ist er nicht mehr für Pferde geeignet. Der ganze Schlamm kommt von da oben vom Hang runter. Ich kann ja den Berg da nicht abtragen lassen, nur damit hier kein Schlamm mehr ankommt. Also wie stellen die sich das vor? Ich bin froh, dass ich den Hof recht günstig mieten kann. Aber ich frage mich, was die wollen. Meine Jutschugun hat heute früh angefangen zu husten, weg im Auge behalten. Ich habe da auch schon ein bisschen was da, um dem entgegenzuwirken. Das krieg ich auch wieder in den Griff. Aber wie gesagt, für das Wetter kann ich nichts.
Wenn ich kriege für ihn jetzt auch noch eine dickere Decke, die kriegt er dann drauf, weil jetzt geht's nicht anders, jetzt reicht die Regendecke nicht mehr. Ja. Nee, also, wie gesagt, die Leute können gerne zu mir vorbeikommen. Vielleicht hat der eine oder andere noch eine Idee. Ja, und dann, wie gesagt, das Landratsamt kontaktieren und dem mal klar machen, was Phase ist. Wie gesagt, man sieht, ich miste aus, ich fütter ausreichend. Ich kümmere mich wirklich um meine Tiere. Ja. Also, wenn man bedenkt, die Stute, bevor die hierher kam, stand die ganzjährig draußen auf dem Paddock, noch matscher als hier dieser Hof, hatte keinen Unterstand und nichts. Sie stand alleine, weil sie immer gemobbt wurde. Stall hat sie erst hier kennengelernt. Und sie hat es lieben gelernt. Ja, also, sie geht gerne in ihre kleine Höhle. Sieht man ja. Ja. Das hatte sie, als sie hergekommen ist, oder davor, hatte sie das nicht gehabt. Ja. Also von wegen, ein Pferd, was das ganze Jahr draußen steht, kannst du nicht mehr an den Stall gewöhnen. Die Stute ist genau der Gegenbeweis. Es geht. Ja. Auch Pferde wollen es auch mal trocken haben. Ist ein alter Stall, ja, schön, aber die Pferde fühlen sich da drinnen wohl. Sie könnten ja auch, wenn ihnen der Stall nicht gefällt, da in die Box rein. Die habe ich ja an und für sich mal als Sommerbox gedacht. Ja, zum Schlafen nehmen sie es mal oder hinten die Ecke zum Scheißen. Die haben ja ihr eigenes Klo. Aber drinnen wohnen wollen sie nicht, da gehen sie in ihren Stall. Wird das Wetter heftig, gehen sie in den Stall. Ist irgendeine Situation, die ihnen Unbehagen bereitet, gehen sie in den Stall. Sie fühlen sich in dem Stall nun mal wohl. Verstehe ich zwar selber nicht, aber ist so. Nur, also, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich mache das hier seit 3 Jahren ganz alleine. Ja. Auch hier von wegen Futterbestellung, Futter anliefern lassen und so. Also es wird mehr angeliefert. Ja. Ich würde sie ja den Mist verschenken, wenn ihn jemand haben will. Ich bin Amerika sowieso. Ja, wenn sich, sagen wir mal, Gärtner den Mist nicht holen oder so, naja, im Frühjahr kommt dann der Bauer und holt es sich und macht es dann auf seine Felder. Ja. Ja. Aber wie gesagt, gegen das Wetter kann ich nichts machen. Und trotzdem versuche ich wirklich mein Bestes. Ja. Und mir macht das Amt das Leben zur Hölle. Und da, wo wirklich Tiere leiden, da gucken sie weg. Und da brauche ich noch nicht mal so weit gehen. Brauche nur vors Hoftor gehen. Da hätte ich schon einen Fall für das Veterinäramt, aber da kümmern sie sich nicht drum. Na, aber naja, Hauptsache sie können mir das Leben zur Hölle machen.